Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Let's Play Battlefield 4 Multiplayer-Modus. Yeah, mit dem Christian und dem Brahman. Und dem Peter. Dankeschön. Wir spielen mittlerweile nicht mehr Domination, sondern Conquest Large. Aber immer noch auf der gleichen Map, die jetzt natürlich ein bisschen anders aussieht, weil viel größer und endlich mit Fahrzeugen. Ihr seht schon, ich sitze hier in einem, kann ich leider nicht mit schießen. Das heißt, Christian, wenn du stirbst, wird echt geil, wenn du bei mir spawnst, weil dann... Ach, du sitzt selber in einem Tank, sehe ich gerade. Ja. Und da fährt ein Tank an uns vorbei. Hm. Na gut. Bram kommt auch. Sofort. Ja. Erstmal dem Tank hier um den Sack gehen. Aber das ist irgendwie keine Flugabwehr, was ich hier habe. Weil du kannst eigentlich viel zu wenig nach oben schießen. Ach, da unten ist der Capture-Punkt. Kann ich da runter? Aua. Ja. Weiß ich. Komm sofort. 3 Sekunden noch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Aua. Wo sind die denn da unten, die kleinen Penners? Ich hab einem einen Headshot gegeben. Und bin direkt gestorben. Links. Das ist so geil, dass ich sogar sehe, in welche Richtung Peter guckt, ey. Aua, aua, aua! Nein, die haben sich da unten ganz schön verschanzt, die kleinen Penners. Ich hab gerade auf Deploy klickt. Oh, Alter, wir haben keine Punkte mehr. Ich kann niemanden joinen. Doch, du kannst dem Heli zum Beispiel joinen und wir sind jetzt auf C. Junge, warum landest du denn? Wo landet der denn? Ah, hier bei C, ist doch perfekt. Nice one. Oh! Lol, kriegt er mich noch tot, ey, das gibt's doch gar nicht. Das kommt davon, wenn man nicht vernünftig zielt. Okay, waren noch 3 andere Leute. You can customize specific items directly by setting them in the kit selection bar. Ja, ich habe doch sowieso noch nichts freigeschaltet. Kann ich jetzt ich kann nichts joinen, ne? Gerade? Nee, ich bin gerade in dem Customize-Ding. Ja, da wir gerade eh nichts joinen können, können wir uns das ja auch nochmal genau angucken. Man kann auch die Weapon customizen, wie man hier sieht. Kann sich die dann auch nochmal so schön angucken. Und dann kann man sagen, dass man Barrels haben will oder das Übliche halt quasi mit Accessories und Grips und so weiter und so fort. Habe ich natürlich noch nichts freigeschaltet. Doch, ich habe Muzzle Break freigeschaltet. Hammergeil. Und hier hätte ich noch... Nee, habe ich nur das Cobra. Okay. Kann ich theoretisch... Ah, ich habe sonst noch 0 andere Waffen freigeschaltet. Okay. Oh mein Gott, hier ist ja hammer kompliziert. Ich bin voll verwirrt. Ah, ich kann wieder irgendwo joinen. Ach, Gott sei Dank. Hier sind aber welche. Ja, aber die können nichts. Das ist dann wichtiger. Ich weiß nur nicht, wo. Irgendwie sind die Steuerungseinstellungen so, bei mir jetzt bin ich auch mit dabei. Obwohl. Wir sind hier Captain Sneaky unterwegs. Ja, irgendwie ist da doch keiner mehr. Doch, oben! Wo oben? Ach, ganz oben! Auf dem Glasdach. Rundherum. Kann man dem die Scheiben unter den Beinen wegschießen? Das wäre awesome. Ich sehe den nicht. Wo denn? Einen da. Lol, da fällt er runter. Da. Der ist aber noch einer. Echt? Ja, aber ich sehe den nur nicht. Ich werfe mal eine Granate hoch, okay? Wir verlieren ja den Punkt. Ja, hat nichts gebracht. Ganz schön viel vertikales Gameplay, wie man so schön sagt hier. Oben und unten, man muss glaube ich häufiger mal die Maus in neue Richtungen bewegen. Ja, dann kämpfe ich einfach mal jetzt gegen euch. Ein bisschen gegen euch das Spiel. Ja, das stinkt ja hart, mal gehen. Egal, dann killen wir Bram ein bisschen. Wie kommt man überhaupt bis nach da oben? Christian, weißt du das? Oh, nee. Der Commander sagt mir, ich soll eh defenden, dann mache ich das. Nee, nicht defenden, das war gerade nur angreifen. Ach so. C, lass mal C gehen. Wo ist C? Ah, da. Ach, guck mal, da wird mir sogar der Strich unten auf der Karte angezeigt. Wie awesome ist das denn? Ach, guck mal, da ist ein Gegner, der gerade auf dich schießt. Ich bin so weggesnappert worden. Ja, aber ich hab dich gerecht. Oh, wie kommt die Granate hin? Ah! Da sind 2 noch bei dir. Ich muss gerade ein bisschen sneaky sein. Und da kommt ein Panzer von der Brücke. Oh ja. Ja, sehr gut. Bist du da? Okay. Ja. Ja, aber der Panzer kann nix. Ich glaube, ich habe ihn auf uns aufmerksam gemacht. War nur so bedingt intelligent. Ich bin schon weggelaufen.
Oh, ja, 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 ja. Kann ich mich hier selber heilen? Ja, kann ich. Wie bist du weggelaufen? Vor allen Dingen, wo bist du weggelaufen hin? Ey, ich werd besnipert! Hier kann ich jetzt nicht sagen. Von da oben, was ein kleiner Wichser! Aber treffen tut er ja mal nichts, das muss er aber nochmal lernen, ey. Boah, dieses. Wenn Sniper-Einschüsse nehmen, einen einschlagen, ne? Alter, oh ja. Vater, ey. Da wird mal ein bisschen, krummelig. Ich hab den Sniper gekillt! Der kann nichts, Junge! Wir haben trotzdem Panzer bei denen drin. Ja, mega. Ich befolge die Befehle meines Führers. Du kannst hier mit dem Aufzug hochfahren, habe ich gerade festgestellt. Ja, aber ich habe noch andere Befehle, Junge. Die befolge ich. Oh, noch ein Sniper. Okay. Muss ich mal kurz ausweichen. Von wo denn? Guck mal, da steht einer. Das geht natürlich nicht. Ach, da sind noch welche, wie frech. MCL aka Bratze. Nein, Christian, halt mal ganz kurz an! Bist du bei uns drin? Ah ja, perfekt, Bram ist bei uns. Alter, das ist ein Panzer. Ich muss hier raus. Ich bin bei Christian jetzt am Pöpöchen. Ich bin ausgestiegen gerade. Au, au, au! Christian, hier ist ein Gegner, sag doch was! Ich bin dort. Ich bin Last Man im Squad. Squad List Deploy, you can use the Squad List. Das ist auch gut, dass man das angezeigt kriegt wieder. Ah. Ja, wir brauchen heilen. Komm ich denn da hoch? Aufzug. Kriege ich unten einen Live-Feed von eurer Sicht, wenn ich spawne? Ja, das sag ich doch. Komm mal hier rein. Jetzt habe ich das erst verstanden. Kann man hier echt mit dem Aufzug hoch? Ja, Aufzug. Du musst mit dem Aufzug nach ganz oben. Der muss aber aufpassen. Der Aufzug geht auf der anderen Seite auf, als da, wo du aufsteigst. Ah, okay. Wie geil ist das? Da oben kippt schon einer. Oh, nicht nur einer. Ja, genau! Ich werde jetzt Sniper spielen. Und mit C4 versuchen, das Gebäude zu sprengen. Die ganze Zeit. Ist mir scheißegal, ob ich sterbe. Dazu musst du die Säulen an dem Eingang von dem Gebäude sprengen. Okay. Ja, das würde ich gerne mal sehen. Ja, das dieses Riesending kommt dann da runter. Ja, das ganze Ding fällt um. Was sehe ich denn da? Das ganze Ding fällt um? Das ganze Haus fällt um. Ja, das ist doch, guck mal, man ist so begeistert, wenn man keine Trailer vorher guckt. Das sieht man auch so ganz leicht dann später auf der Map. Lass mich doch schwimmen, scheiß Schneider. Alter, ohne Spaß, der Sniper geht mir voll auf die Eier. Ich höre die Schüsse auch, aber ich sehe ihn nicht. Die sind, glaube ich, alle über mir. Die sind da oben auf dem fucking Gebäude drauf. Ja, jetzt hat er mich runtergeholt. Aua! Die stehen oben bei dir. Aua, aua, aua! Bram, du musst überleben. Noch 6 Sekunden. Aua. Mach ich kein Ding. Ein Leben, Junge. So. Lol. Jay ist back. Die 4 da dran? Hallo. Hallo Jay, schau mal nach. Ja, mach ich gerade, dauert noch. Christian, überlebe, 7 Sekunden. Ja, Vehicle destroyed. Wir schauen uns mal die Map an. Wir sehen zwar den Punkt auf der Karte, aber das heißt nicht, dass der neben uns steht, sondern dass der wahrscheinlich da oben auf dem Gebäude drauf ist. Und ich habe keine Ahnung, wie man auf dieses Gebäude drauf kommt. Hat hier jedes Gebäude einen Aufzug? Weiß ich nicht. Viele, viele. Viele? Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal Aufzug suchen. Der hier bei dir, den machen wir jetzt weg, oder? Also bei C, wenn du die Säulen springen willst, das sind die, die zum Wasser raus sind, nach vorne. Da wo auch das Boot gerade lang fährt. Aufzug? Kein Aufzug. Nein, das Spiel gefällt mir ziemlich gut. Da sind so Details, ne? Hier ist glaube ich kein Aufzug drin. Scheiße. Wir sind dann die da hochgekommen, die Wichser, ey. Gib mir jetzt schon doch, hier ist ein Aufzug. Bei D ist ein Aufzug drin. Ja, ich meine, ich meine jetzt hier in dem Gebäude, wo wir drin stehen. Da kommt ein, komm, ich will tauchen. Typ geflogen. Tauchen geht nicht. Doch, man kann auch tauchen. Aua. Wie geil ist das denn? Also man kann tauchen, wie geil ist das denn? What? Ja, man muss einfach nur ducken drücken, während du schwimmst. Okay. Krass, das wusste ich nicht. Aber dann mach ich das jetzt auch mal. Du musst, genau, die deine Uroma, ey! Wo ist der denn? Liegt der da im Eingang, oder was? Nee, der schwimmt gerade im Wasser. Aua. Dann tausche ich, mal. Wo ist denn hier ein Aufzug bei D? Ah, wobei, da kommt man auch hoch. Nehmen wir nochmal den Weg. Ah, das hat viel gebracht. So, den im Wasser habe ich. Gehen wir doch mal den Weg. Das ist okay, aber auch neu, dass man im Wasser schießen kann.
Ja, aber nur mit der Secondary. Ja, macht ja nichts. Ich geh mal auch mal tauchen. Oh, guck mal, die Säulen, die haben schon ein bisschen mit abgekriegt. Da muss C4 dran machen. Wenn die weg sind, dann sterben wir zwar, aber das ist witzig. Dann sterben wir zwar, aber es ist witzig. Ja. Die brauchen ein paar C4s. Aber wenn das Gebäude runterkommt, kann ich auch eine Granate gegenschmeißen. Geil. Weiß ich nicht. Und vor allem das Ergebnis ist dann auch kann sehr witzig. So ein bisschen brauchen die noch, aber ich hab keine Mini mehr. Ich bin ja gespannt, ob dann Peter dann das Ergebnis merkt. Ob ich das merke? Ja, Christian meint, was ich, meine. Mal gucken, ob er das merkt. Das kriegst du schon mit, Peter. Ich hab keine Mini mehr. Oh, eine Säule ist schon down. Eine Säule ist down, die anderen zwei müssen noch. Wie viele Säulen hat das Ding denn jetzt? Zwei? Drei. Zweite ist auch down. Am Arsch, ey, kann man einer disconnecten. Ich so, bin ganz links, die hat aber noch nicht viel Damage genommen. Ja, stimmt. Ja, ich hab jetzt leider auch keine Muni mehr. Ist einer von euch zufällig Supporter? Nee. Das haben wir nicht. Ich mach Supporter. Ich mach Supporter, wenn ihr überlebt. Ja, ich überlebe. Ich geh mal rein. Weil ich werd schon wieder von Snipern beschossen. Ich bin hier safe. Was ist da, wo Christian steht? Hier ist Muni-Paket bei mir. Alles klar. Ja, ich muss warten, bis der anfängt, das Index-Zeug zu nehmen. Das Blöde ist, wenn wir alle sterben, hey, Muni-Paket ist dabei, dann sieht das keiner. Dann muss noch eins schmeißen. Warum hauen wir noch einen rein? Muni-Paket ist ja, weg. Wir haben alles rausgenommen. Komm schon, gib mir. Hey, wieso krieg ich kein Simtex-Zeug? Gib mir das nicht mehr, man sieht gar nichts. Ist das wirklich nur, Ja, Squad Supplying steht da gerade. Kann das wirklich sein, dass das nur, Schussmunition ist? Also nur Kugeln? Also Kugeln kriege ich zumindest, aber... Ja, aber ich krieg keine explosiven Sachen. Mehr auch nicht. Das stinkt jetzt schon mal hart. Ob der Maschinengewehr-Typ irgendwie so ein Raketensupply hat oder sowas. Ja, ich geh jetzt aber nach oben. Doch, der Support, der hat auf jeden Fall eine Tube. Auf der 3. Lol, ach Gott, da hatte ich gerade Dingens an. Lass mir den Squad, ja, dann verstecke ich mich mal hier. Ja, versteck dich mal und dann machen wir das. Lol, auf mich wird gesnipert. Ich muss hier weg. Aua. Bin da. Squad, so, jetzt mach die Säule da weg. Bin dabei. Okay, ein bisschen noch. Lol. Geht die jetzt los? Wo schießt der Bastard denn? Die drei Säulen sind weg. Okay. Oder gib mit vier. Vielleicht noch mehr. Ja, unlogisch, wenn es drei gibt. Gib mit außen noch eine, Peter? Also es gibt zwei vorne neben dem. Ja, es gibt außen noch eine. Zwei, jeweils. Hast du denn, Johnny, hattest du die auf der anderen Seite auch mal weggemacht? Ja, hier gibt's noch eine. Keine Ahnung, hier ist auch noch eine. Ja, wo ich stehe. Ja, du kannst aber nicht alle zerstören. Ja, aber auf der anderen Seite ist eine zerstört worden. Okay, ich komm. Ich bin auch supported. Leider keine Schüsse mehr. Ach, deine Uroma, ey. Scheiße, auf der Seite, wo wir gerade standen, da wurden auch, Oh. Da war auch noch eine Säule über. Vielleicht sollten wir die erst machen, dann hätten wir auf einer Seite alle weg. Peter sollte, wenn der aufnimmt, eventuell die Säulen nicht sprengen. Ja, Bram, komm mal mit. Bram! Ah, Bram, was machst du denn? Warte. Mach doch erst alle Säulen auf der einen Seite kaputt. Wo ist die denn, die letzte? Ich weiß nicht, ob man alle... Warte, hier links. Ja, irgendwann wird das Ding schon fallen. Weil Peter muss auf jeden Fall leben, wenn das Ding down geht. Mhm. So, die ist auch weg. Ja, die ist jetzt weg. Jetzt können wir uns auf der anderen Seite. Aber jetzt verpiss ich mich. Ihr macht das. Das scheint nicht. Doch, der kommt runter. Peter, verpiss dich! Gebäude macht gerade einen Abgang. Guck dir das Gebäude an, Peter. Ich gucke mir an! Ich werd gesnipert! Ich bin tot! Ich lebe! Ihr Lutscher. Guck mal irgendwem zu, der gerade drauf guckt. Alter! Genau! What the fuck! Alter, ist das geil! Das ganze Gebäude ist runtergekommen! Alter, wie das runtergefallen ist! Ich hab's gesehen, ihr seid alles Noobs. Na, Peter, du gehörst auch noch zum Kreis, der noch nicht gesehen hat. Oh ja! Johnny hat's auch gesprengt und ist gestorben. Zweimal bin ich immer ich bin auch schon zweimal gestorben und hab's noch nicht gesehen. Ja.
Dann ist erneut eine Folge vorbei. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Was zu tun haben.